A couple of days ago, someone commented to me that here in Berlin there were no less than 40 different Buddhist groups. Vor einigen Tagen sagte jemand zu mir, dass es in Berlin mehr als 40 buddhistische Gruppen gäbe. And I wasn't really very surprised to hear that. Das hat mich nicht besonders überrascht, das zu hören. Because nowadays in all the principal large cities of Europe, we find 20, 30, 40, even 50 different Buddhist groups. Denn heutzutage finden wir in allen Hauptstädten der Welt 20, 30, vielleicht sogar 50 buddhistische Gruppen. Groups following different Buddhist traditions. Die Gruppen, die auf verschiedenen buddhistischen Traditionen folgen. And if one reflects upon that fact, it's really quite remarkable. Wenn man darüber mal nachdenkt, ist es schon ziemlich erstaunlich. Because it's all happened within a comparatively short time. Denn das ist alles in recht kurzer Zeit so geschehen. Not much more than 100 years ago, Buddhism was really hardly known at all in the West. Es ist kaum 100 Jahre her, dass der Buddhismus im Westen eigentlich unbekannt war. If it was known at all, even to a limited degree, it was known only to travelers in the East and scholars who had specialized in some of the Oriental languages. Wenn es überhaupt bekannt war, dann eher den Gelehrten oder einigen Reisenden, die in asiatischen Sprachen sich vielleicht auch profilieren. Not only that. Und nicht nur das. Whatever ideas were in circulation about Buddhism, even among travelers and scholars. Was immer so noch an Ideen gab, so die überhaupt im Umlauf waren, des Reisenden oder Gelehrten. Those ideas were sometimes very strange indeed. Diese Ideen waren manchmal ziemlich eigenwillig. Some people had the impression that Buddhism was pessimistic and that it was nihilistic. Einige Leute waren unter dem Eindruck, dass der Buddhismus pessimistisch sei und nihilistisch. Some people thought that it was said that Buddhism teaches that life is simply bad. Sie waren unter dem Eindruck, dass der Buddhismus lehrt, das Leben ist schlicht und einfach schlecht. And the best thing that one can do is not to be reborn ever again. To be absorbed into some sort of nothingness. Und das Beste, was man tun kann, ist nicht mehr geboren zu werden, in eine Art Nichts einzugehen. This is the sort of idea that people had about Buddhism 100 or more years ago. Und solche Ideen hatten Menschen vor etwa 100 Jahren. And strange as were people's ideas about Buddhism at that time, some of their ideas about the Buddha himself were even stranger. Und merkwürdig, wie die Ideen über den Buddhismus gewesen sein mögen, die Ideen über den Buddha selber waren noch merkwürdiger. Some quite reputed scholars seriously maintained that the Buddha was a sort of solar myth. Einige durchaus respektierte Gelehrte sagten, der Buddha ist ein Sonnenmythos. He was a sort of sun god. Er ist ein Sonnengott. And I remember reading one article in which it was maintained that the Buddha actually was identical with the Nordic god Woden. Und ich erinnere mich noch daran, einen Artikel gelesen zu haben, in dem stand, der Buddha ist gleichzusetzen mit dem nordischen Gott Wotan. And towards the end of the last century, other strange ideas about the Buddha came to be in circulation. Und am Ende des letzten Jahrhunderts gab es dann noch mehrere andere merkwürdige Ideen, die in Umlauf kamen. Some people thought that the Buddha was just a sort of religious reformer. Sie dachten, der Buddha sei ein religiöser Reformer. And some of them drew comparisons with your well-known German figure, Martin Luther. Und einige stellten Parallelen her zu unserem, zu dem wohlbekannten Figur von Martin Luther. Some said, just as Luther was critical of the corrupt Roman Catholic Church, the Buddha was critical of the corrupt Hinduism of his day and just wanted to reform it. Sie sagten, genau wie Martin Luther der korrupten katholischen Kirche gegenüberstand, stand der Buddha dem korrupten Hinduismus gegenüber und wollte es einfach reformieren. Others said again, no, the Buddha was not so much a reformer, he was a rationalist. Andere sagten, nein, der Buddha ist kein Reformer, er ist ein Rationalist. And even today, there are some people, whom I have met, who believe that the Buddha was a rationalist, an early Indian rationalist, something like Bertrand Russell. Auch heute noch treffe ich manchmal Leute, die davon ausgehen, dass der Buddha ein Rationalist war, ein kritischer Rationalist, ein bisschen wie Bertrand Russell. And this is a very strange idea indeed. Das ist eine sehr merkwürdige Idee. A couple of days ago, someone commented to me that here in Berlin there were no less than 40 different Buddhist groups.
Vor allen Dingen sagen, sagte jemand zu mir, dass es in Berlin mehr als 40 buddhistische Gruppen gäbe. And I wasn't really very surprised to hear that. Das hat mich nicht besonders überrascht, das zu hören. Because nowadays in all the principal large cities of Europe, we find 20, 30, 40, even 50 different Buddhist groups. Denn heutzutage finden wir in allen Hauptstädten der Welt 20, 30, vielleicht sogar 50 buddhistische Gruppen. Groups following different Buddhist traditions. Die Gruppen, die auf verschiedenen buddhistischen Traditionen folgen. And if one reflects upon that fact, it's really quite remarkable. Wenn man darüber mal nachdenkt, ist es schon ziemlich erstaunlich. Because it's all happened within a comparatively short time. Denn das ist alles in recht kurzer Zeit so geschehen. Not much more than 100 years ago, Buddhism was really hardly known at all in the West. Es ist kaum 100 Jahre her, dass der Buddhismus im Westen eigentlich unbekannt war. If it was known at all, even to a limited degree, it was known only to travelers in the East and scholars who had specialized in some of the Oriental languages. Wenn es überhaupt bekannt war, dann eher den Gelehrten oder einigen Reisenden, die in asiatischen Sprachen sich vielleicht auch profilieren. Not only that. Und nicht nur das. Whatever ideas were in circulation about Buddhism, even among travelers and scholars. Was immer so noch an Ideen gab, so die überhaupt im Umlauf waren, des Reisenden oder Gelehrten. Those ideas were sometimes very strange indeed. Diese Ideen waren manchmal ziemlich eigenwillig. Some people had the impression that Buddhism was pessimistic and that it was nihilistic. Einige Leute waren unter dem Eindruck, dass der Buddhismus pessimistisch sei und nihilistisch. Some people thought that it was say that Buddhism teaches that life is simply bad. Sie waren unter dem Eindruck, dass Buddhismus lehrt, das Leben ist schlicht und einfach schlecht. And the best thing that one can do is not to be reborn ever again. To be absorbed into some sort of nothingness. Und das Beste, was man tun kann, ist, nicht mehr geboren zu werden, eine Art Nichts einzugehen. This is the sort of idea that people had about Buddhism 100 or more years ago. Und solche Ideen hatten Menschen vor etwa 100 Jahren. And strange as were people's ideas about Buddhism at that time, some of their ideas about the Buddha himself were even stranger. Und merkwürdig, wie die Ideen über den Buddhismus gewesen sein mögen, die Ideen über den Buddha selber waren noch merkwürdiger. Some quite reputed scholars seriously maintained that the Buddha was a sort of solar myth. Einige durchaus respektierte Gelehrte sagten, der Buddha ist ein Sonnenmythos. He was a sort of sun god. Er ist ein Sonnengott. And I remember reading one article in which it was maintained that the Buddha actually was identical with the Nordic god Odin. Und ich erinnere mich noch daran, einen Artikel gelesen zu haben, in dem stand, der Buddha ist gleichzusetzen mit dem nordischen Gott Wotan. And towards the end of the last century, other strange ideas about the Buddha came to be in circulation. Und am Ende des letzten Jahrhunderts gab es dann noch mehrere andere merkwürdige Ideen, die in Umlauf kamen. Some people thought that the Buddha was just a sort of religious reformer. Sie dachten, der Buddha sei ein religiöser Reformer. And some of them drew comparisons with your well-known German figure, Martin Luther. Und einige stellten Parallelen her zu unserem, zu dem wohlbekannten Figur von Martin Luther. Some said just as Luther was critical of the corrupt Roman Catholic Church, the Buddha was critical of the corrupt Hinduism of his day and just wanted to reform it. Sie sagten, genau wie Martin Luther der korrupten katholischen Kirche gegenüberstand, stand der Buddha dem korrupten Hinduismus gegenüber und wollte es einfach reformieren. Others said again, no, the Buddha was not so much a reformer. He was a rationalist. Andere sagten, nein, der Buddha ist kein Reformer, er ist ein Rationalist. And even today, there are some people whom I have met who believe that the Buddha was a rationalist, an early Indian rationalist, something like Bertrand Russell. Auch heute noch treffe ich manchmal Leute, die davon ausgehen, dass der Buddha ein Rationalist war, ein kritischer Rationalist, ein bisschen wie Bertrand Russell. And this is a very strange idea indeed. Das ist eine sehr merkwürdige Idee. But if we look into the Buddhist scriptures, we find a very different sort of Buddha.
Wenn wir uns die Schriften angucken, dann finden wir einen sehr anderen Buddha. We don't find a Buddha who is a sun god. Wir finden doch keinen Buddha, finden doch nicht einen Buddha, der ein Sonnengott war. We don't find a Buddha who was a social reformer. Wir finden keinen Sozialreformer. And we certainly don't find a Buddha who was a rationalist. Und auf keinen Fall finden wir einen Buddha, der ein Rationalist war. So what do we find? Was finden wir denn stattdessen? Well, we find sometimes things that we might not have expected. Vielleicht finden wir einige Dinge, die wir nicht erwartet hatten, dass wir sie finden. And one of the things we find in the Buddhist scriptures, including the very early scriptures, is a Buddha who works miracles. Und eines der ersten Dinge, die wir bemerken in den alten Schriften, ist, dass der Buddha Wunder wirkte. We find many passages in the Pali and Sanskrit scriptures where the Buddha works all sorts of miracles. Wir finden in vielen Pali und Sanskrit Schriften Hinweise darauf, dass der Buddha Wunder wirkte. He gives exhibitions, we may say, of supernormal powers. Er bezeugt übernatürliche Kräfte. Some people, of course, aren't very happy with those parts of the Buddhist scriptures, but those parts are there nonetheless. Einige Leute sind mit diesen Passagen gar nicht glücklich, aber die sind doch noch da. And there was one miracle that the Buddha used to perform, which was particularly famous. Ein Wunder, das der Buddha zeigte, war besonders berühmt. In Sanskrit it was called the Yamaka Pratiharya. So klingt das auf Sanskrit. Yamaka Pratiharya. Yamaka Pratiharya. So this evening you're hearing a bit of Sanskrit also. Heute Abend kriegt er auch ein bisschen Sanskrit mit. So the Yamaka Pratiharya is not just a miracle, it's a double miracle. Das Yamaka Pratiharya ist nicht nur ein Wunder, sondern ein doppeltes Wunder. Yeah, because Pratiharya means miracle and Yamaka means double. Pratikarya heißt Wunder und Yamaka? Yamaka is double. Yamaka heißt doppelt. So it's not just one miracle, it's two miracles in one. Es ist nicht nur ein einfaches Wunder, sondern das sind zwei in einem. You get two for the price of one, is it? Man kriegt zwei für den Preis von einem. So what is this Yamaka Pratiharya, this double miracle? Also was ist dieses doppelte Wunder, dieses Yamaka Pratiharya? Well, it's a very strange miracle indeed. Es ist ein sehr merkwürdiges Wunder. But it's described in several places in the scriptures. Das wird aber an mehreren Passagen beschrieben in den Schriften. And the Buddha seems to have performed it many times. Und der Buddha scheint es mehrere Male gezeigt zu haben. So what happens? Also was passiert denn? So what did the Buddha do? Was macht der Buddha? Well, he ascended into the air. Er steigt hoch in die Lüfte. Many, many yards. Viele Meter hoch. And up in the air, he walked up and down. Und oben in der Luft geht er auf und ab. Well, we've heard of someone walking on the water. Wir haben schon mal von jemandem gehört, der auf dem Wasser spazieren geht. But here was the Buddha walking up and down in the air. Und hier läuft der Buddha in der Luft auf und ab. I wouldn't like to say which was the bigger miracle. Ich würde nicht gerne jetzt darüber reden, welches größere Wunder war. But the Buddha didn't just walk up and down when he was in the air. Aber der Buddha ging nicht nur auf und ab, als er in der Luft war. He did something else. Er macht noch was anderes. From one side of his body, flames came shooting up. Von der einen Seite seines Körpers kamen Flammen. And from the other side of his body, water was pouring. Und aus einer anderen Seite kam Wasser heraus. So fire and water at the same time. Feuer und Wasser gleichzeitig. So this is the Yamaka Pratiharya. Yes, it's the Yamaka Pratiharya. I'm not going to try to explain it. Ich werde nicht versuchen, das zu erklären. Some people, of course, in modern times have tried to explain it. Obwohl natürlich in einer modernen Zeit das einige versucht haben. You could say that it could, of course, be explained along Jungian lines. Man könnte es vielleicht aus der Perspektive von Jung erklären. I mean, fire and water, these are obvious symbols. Feuer und Wasser sind offensichtliche Symbole. Fire is masculine. Das Feuer ist maskulin. Water is feminine. Das Wasser ist feminin. Fire is from Mars. Das Feuer ist von Mars. Water is from Venus. Das Wasser ist von der Venus. Don't know whether you've come across that book yet. Ich weiß nicht, ob ich von diesem Buch schon gehört habe. And of course, the fact that the Buddha was emitting both at the same time could be understood as a sort of union of the opposites. Und dass der Buddha beide gleichzeitig manifestierte, könnte man als eine Verbindung oder ein Gleichzeitigsein der beiden Gegenteile beschreiben. And the Buddha walking up and down up in the air represents the higher level on which all the opposites are unified. Und die Tatsache, dass der Buddha in der Luft an hohen Auf- und Abging, bedeutet es auf einer höheren Ebene diese Verschmelzung zustande. So you could regard it as a sort of symbol of the integration of the self at a higher level. Man könnte also von einer Integration des Selbst auf einer höheren Ebene sprechen.
But anyway, let's leave aside those explanations. Lass uns diese Erklärung einfach beiseite lassen. Because in the Pali scriptures one certainly doesn't find just miracles. Denn in den Pali Schriften finden wir auf keinen Fall nur Wunder. One finds a lot of other things. Man findet dort viele andere Dinge. One finds a lot of very important teachings. Sehr viele wichtige Lehren sind dort zu finden. Ethical teachings. Ethische Lehren. Teachings about meditation. Lehren über Meditation. And teachings about the higher wisdom. Lehren über den, die höhere Weisheit. Teachings about social matters. Soziale Belange. Teachings about human relationships. Lehren über menschliche Beziehungen. Teachings about right livelihood. Belehrungen über rechter Lebenserwerb. One finds all these things. Alle diese Dinge findet man dort. But there's one saying of the Buddha, which I think is especially relevant in this connection. Aber es gibt einen Ausspruch vom Buddha, der in diesem Zusammenhang besonders wichtig ist. One day the Buddha was talking about miracles. Eines Tages sprach der Buddha über Wunder. And he put the question, what is the greatest miracle? Und er fragte, was ist das größte Wunder? So no doubt his disciples were expecting him to say, well, that something like the Yavaka Pratihara, that's the greatest miracle, or perhaps it's a miracle even greater than that. Natürlich dachten die Schüler jetzt, er würde vielleicht sagen, dass Yavaka Pratihara wäre es, oder irgendein anderes Wunder, das noch größer wäre. But what did the Buddha say? Aber was sagt der Buddha? The Buddha said that the greatest miracle is when a human being changes from a dark way of life to a bright way of life. Der Buddha sagt, das größte Wunder ist, wenn ein menschliches Wesen sich wandelt, und zwar von einem dunklen in einen hellen Zustand. The greatest miracle is when someone gives up an unethical way of life and starts leading an ethical and spiritual way of life. Das größte Wunder ist, wenn jemand einen unethischen Lebenswandel aufgibt und einen ethischen und spirituellen beginnt. That's the greatest miracle of all. Das ist das größte Wunder von allen. It's far greater than any Yamaka Pratihara. Es ist viel größer als irgendein Yamaka Pratihara. So we find in the Buddhist scriptures the same person who is performing the Yamaka Pratihara and other miracles is saying that the greatest miracle is that kind of change which takes place in the human being. Wir finden also, dass die gleiche Person, die dieses Wunder des Yamaka Pratihara vollzieht, sagt, dass das größte Wunder diese Wandlung ist. And this is very, very significant. Und das ist sehr bedeutsam. In other places in the scriptures, the Buddha even says, I look down upon the ordinary kind of miracle. Der Buddha sagt in anderen Teilen der Schriften sogar, auf andere Wunder, da schaue ich nur herab. I look down upon what people usually regard as a miracle. Was Menschen normalerweise als Wunder betrachten, da schaue ich drauf herab. The real miracle is that change in the human being, that change of heart in the human being. Das wahre Wunder ist, wenn ein Mensch sich wandelt, ein Mensch in seinem Kern sich wandelt. So as I mentioned, the Yamaka Pratihara, the great miracle, can be understood metaphorically. But what the Buddha says about the greatest miracle of all, the change in the human heart, the human life, that has to be taken quite literally. Man könnte sagen, dass die Aussagen oder die Interpretation des Yamaka Pratihara, des Wunders, übertragen Sinne gemeint sein kann, aber das, was der Buddha über das wahre Wunder sagt, das ist ganz wörtlich zu nehmen. So the greatest miracle, the real greatest miracle, the true miracle, is when we transform our own life. Das wahre, das wirkliche Wunder ist, wenn wir uns selbst wandeln, unser Leben. So the Buddha performed this true miracle as well as those other miracles. Der Buddha vollzog dieses Wunder genau wie die anderen dieser Wunder. He performed that true miracle in the earlier part of his life. Er wirkte dieses Wunder am Anfang seines Lebens. There's a sutta in the Buddhist scriptures, the Pali scriptures called the Arya Pariyasana Sutta. Es gibt ein Sutta in den Schriften, das heißt Arya Pariyasana Sutta. Arya Pariyasana means the noble search. Arya Pariyasana heißt das edle Streben. This is a sort of autobiographical sutta. Man könnte sagen, dass es ein autobiografisches Sutta ist. When the Buddha was relatively old, after his enlightenment, sometimes he used to reminisce to his disciples about his experiences before he became fully enlightened. Als der Buddha alt war, schaute er manchmal zurück und erinnerte sich daran, wie es für ihn war, bevor er Erleuchtung erlangt hat. So the Arya Pariyasana Sutta is one of those. Also das Arya Pariyasana Sutta ist eins von diesen Rückschau. So what does the Buddha say in this sutta? Was sagt der Buddha in diesem Sutta? He goes back
to the time when he was quite young. Er geht zurück zu einer Zeit, da er jung war. And he was 18, 19, 20. Vielleicht 18, 19, 20. And he said, well, what was my life like in those days? What did I do? Er fragte sich, wie war mein Leben? Was habe ich da gemacht? And how did I behave? Wie habe ich mich verhalten? How did I live? Wie lebte ich? I mean, what was I really doing? Was machte ich da wirklich? And he said, being myself conditioned, being myself subject to conditions, being myself limited, contingent, I went in search, in quest of those things which were also conditioned, also limited, also contingent. Ich, der ich selber bedingt war, mich bedingt erlebte, suchte oder strebte dann nach Dingen, die auch bedingt waren, die auch abhängig waren. He said, being myself subject to birth, old age, disease and death, I went in search of those things which, like me, were subject to birth, old age, disease, and death. Ich, der ich Alter, Krankheit und Tod unterworfen war, suchte ebenfalls nach Dingen, strebte nach ihnen, die Alter, Krankheit und Tod auch unterworfen waren. And he said, then a thought occurred to me. Dann sagte er, da ist mir ein Gedanke gekommen. He thought, well, suppose I were to go in search of something different. Wie wäre es, wenn ich nach etwas anderem suchen würde? Suppose instead of going in search of that which is subject to birth, old age, disease and death, I was to go in search for that which transcends birth, old age, disease. Wie wäre ich, wenn ich, der ich Alter, Krankheit und Tod unterworfen bin, nach etwas suche, was dem nicht unterworfen ist? So he said, thinking that way, he decided to leave home. Und nachdem ich so gedacht hatte, sagte er, beschloss ich, das Heim zu verlassen. One day he just left home. Eines Tages verließ er sein Heim. And he became a sort of wandering ascetic. Und bekam einen Wanderer. He didn't become a monk in the later sense. Wurde kein Mönch im späteren Sinne des Wortes. He just cut off his hair. Schnitt einfach sein Haar ab. Cut off his beard. Seinen Bart. Gave up his ordinary clothes. Gab seine normalen Klamotten weg. Wore the clothes of a beggar. Und trug die Kleidung eines Bettlers and went in search of teachers. Und suchte nach Lehrern. Well, he also describes in the Aryasana Sutta, wie auch im Aryasana Sutta beschreibt. He describes his contact with certain teachers. Beschreibt den Kontakt mit einigen Lehrern. He was satisfied with their teaching for a while. Für eine Zeit lang war mit ihnen zufrieden, was sie lehrten. But he felt he didn't go quite far enough. Aber merkte, dass es ihm nicht weit genug ging. So he left them. Ließ sie zurück. And he practiced asceticism by himself. Und praktizierte dann Entsagung für sich allein. And according to this account, he practiced great self-mortification. Und nach den Beschreibungen praktizierte er höchste Askese. Because in those days many people in India believed that if you mortified the flesh, your spirit became purer and you could see the truth more easily. Damals in Indien dachte man, wenn man das Fleisch schwächt oder kasteit, dann wird der Geist reiner und man kann ihn besser sehen. Later the Buddha rejected that attitude. Der Buddha hat diese Geisteshaltung später verworfen. And he taught a middle way between self-indulgence and self-mortification. Und lehrte einen mittleren Weg zwischen Askese und Hedonismus. But in the course of this sutta, the Aryaparayana Sutta, the Buddha gives some interesting accounts of some of his own experiences. Und im Zuge des Aryaparayana Suttas gibt einige interessante Beschreibungen. He says that at one time he was living in the jungle. Sagte, ich habe einfach im Dschungel gelebt. He was living by himself. Lebte allein. And he was trying to meditate. Und versuchte zu meditieren. But whenever he tried to meditate, he experienced a terrible fear. Und aber wenn immer er versucht zu meditieren versuchte, erlebte er große Angst. He didn't know where this fear came from. Und wusste nicht, wo das herkam, diese Angst. It didn't seem to have any particular cause. Es schien keine besondere Ursache zu haben. But it just came. Aber es war da. And it seemed as though it was going to completely overwhelm him. Und es schien, als würde es ihn völlig überwältigen. So, well, what should he do? Er fragte sie, was tue ich jetzt? So in the end he decided he wouldn't do anything. Er entschied, ich tue gar nichts. He decided that if the fear arose when he was sitting, he would just stay on sitting. Wenn die Angst in ihm aufstieg, würde er einfach sitzen bleiben. If the fear arose when he was walking up and down, he would continue walking up and down until he passed away. Wenn die Angst aufkam, während er auf und ab ging, würde er weiter auf und ab gehen, bis die Angst wegging. But if the fear came when he was lying down, he would just keep on lying down. Und wenn die Angst kam, als er lag, würde er einfach liegen bleiben. In other words, he wouldn't run away from the fear. Mit anderen Worten, er würde von der Angst nicht weglaufen. He would face it. Er würde es ins Gesicht schauen. He'd let it come.
aber sie würde kommen and he'd let it go. Und er würde sie auch wieder gehen lassen. And in the end it went for good. Und letzten Endes ist sie ganz weggeblieben. I mention this incident particularly because even nowadays people who practice meditation, who try to lead a spiritual life, do from time to time experience this sort of fear. Ich erwähne das insbesondere, weil auch heute noch Leute manchmal, wenn sie Meditation üben, große Angst erleben. And it's good, it's reassuring to know that the Buddha himself, before his enlightenment, had this same sort of experience. Und es ist sehr angenehm zu wissen, dass der Buddha vor seiner Erleuchtung auch diese Erfahrung hatte. So the Buddha was on his own altogether for about 6 years. Yeah? Der Buddha war auf diese Weise für etwa 6 Jahre allein. Seeking for enlightenment. Er suchte nach Erleuchtung. Seeking for that higher transcendent state. Yeah? Suchte nach diesem höheren transzendenten Zustand. And at the end of that period, he found himself on the banks of a river. Und am Ende dieser Zeit fand er sich dann an einem Flussufer wieder. Found himself sitting underneath a tree. Er saß unter einem Baum. And he felt ready just to meditate. Yeah? Und er war einfach bereit zu meditieren. And so in that way he became a Buddha. Und auf diese Weise wurde er ein Buddha. He became enlightened. Yeah? Er wurde erleuchtet. He found what he was looking for. Er fand, was er gesucht hatte. He experienced that higher transcendental state, which we call supreme enlightenment or Sambodhi. Er fand diesen höheren transzendentalen Zustand, den wir Erleuchtung nennen oder Sambodhi. Of course, in the course of that attainment, as he was sitting there, he passed through various stages, various experiences. Als er dort saß, ging er natürlich durch verschiedene Zustände und Erlebnisse. But I'm not going into all that this evening. Das werde ich aber heute Abend nicht alles ausführen. Let's just think, so to speak, of the Buddha, sitting beneath the tree, the Bodhi tree, as it was afterwards called. Lass uns einfach an den Buddha denken, wie er unter dem Baum saß, der später der Bodhi-Baum genannt wurde. Just enjoying the happiness, just enjoying the bliss of his newly attained enlightenment. Wie er das Glück oder die Glückseligkeit seiner neu errungenen Erleuchtung genoss. Before he was called a Bodhisattva. Vorher wurde er Bodhisattva genannt. That is to say, someone who is in search of Bodhi, enlightenment. Das heißt jemand, der nach Bodhi sucht, nach Erleuchtung, nach Aufwachen. But after his enlightenment, he was called the Buddha. Und nach seiner Erleuchtung wurde er der Buddha genannt. The one who had achieved Bodhi. Derjenige, der diese Erleuchtung Bodhi erreicht hatte. Buddha therefore is not a proper name, it's a title. Deswegen ist auch Buddha kein Name, sondern ein Titel. But then the question arises, well, what is a Buddha? Aber die Frage ergibt sich jetzt, was ist ein Buddha? Well, I've said a Buddha is one who has gained Bodhi. Ich habe gesagt, der Buddha ist jemand, der Bodhi erlangt hat. But that doesn't really carry us very far. Aber das bringt uns nicht sehr weit. Doesn't really help us very much. Es hilft uns überhaupt nicht. And in the West, even among Western Buddhists, there has been quite a bit of confusion as just to what a Buddha is. Und sogar in Zirkeln des westlichen Buddhismus hat es einige Konfusionen gegeben, was das denn überhaupt ist, ein Buddha. And that's because we're, even though we are Western Buddhists, still very much under the influence of traditional, customary Western categories of thought. Und das kommt deswegen, weil wir, obwohl wir westliche Buddhisten sind, doch immer noch sehr an westlichen Kategorien des Denkens festhalten. In the West, traditionally, we have, one might say, two big categories of religious thought. Man könnte sagen, im Westen haben wir zwei große Kategorien, Gedankenkategorien. On the one hand, there is God. Auf der einen Seite Gott. And on the other hand, there is man. Und auf der anderen Seite Mensch. That is to say, the human being. Das menschliche Wesen. And man has, God of course has created man. Und Gott hat natürlich den Mensch erschaffen. So God is the creator and man is what or who has been created. Okay? Also Gott ist der Erschaffende und das menschliche Wesen ist das, was erschaffen worden ist. So there is a big gulf between the two. Es gibt also eine große Kluft zwischen den beiden. Man cannot become God. Ein Mensch kann nicht Gott werden. So the question arose among Buddhists and students of Buddhism not so many decades ago, well, to which category does the Buddha belong? Und vor noch nicht allzu vielen Jahrzehnten taucht dann die Frage auf bei Studenten des Buddhismus, zu welcher Kategorie gehört der Buddha? Because when we come into contact with something new, we try to fit it into the old categories. Denn wenn wir etwas Neuem begegnen, versuchen wir es in die alten Kategorien zu pressen. So in the West we had these two categories. Im Westen hatten wir also diese zwei Kategorien. God on the one hand. Gott auf der einen Seite. Man on the other. Der Mensch auf der anderen. So, into which category shall we fit the Buddha? Also, in welche Kategorie gehört der Buddha? Is the Buddha God or a God, or is the Buddha just an ordinary man? Ist der Buddha
Gott oder ein Gott, oder ist der Buddha einfach ein normaler Mensch? Hm. So, one view, perhaps the general view, was that the Buddha was well, really a man, a human being, but that after his death he'd been made into a god by his followers. Eine Ansicht besagte dann, der Buddha war eigentlich ein normaler Mensch, aber nach seinem Tod wurde er von seinen Nachfolgern zum Gott erklärt. So, according to some scholars, it was all right in the early days of Buddhism. It was all right so far as the Pali scriptures or the Theravada school was concerned. For them, the Buddha was a man. But the Mahayanists afterwards, later on, turned the Buddha into a god. Einige sagten dann, es ist ganz okay, die Pali-Schriften des Theravada-Buddhismus, das ist ganz in Ordnung, aber später der Mahayana-Buddhismus hat den Buddha zu einem Gott verwandelt. So that was a very common view. Das war also sehr weit verbreitete Ansicht. The Buddha was really a man, but had been made into a god by his followers. Dass der Buddha eigentlich ein Mensch war, aber von seinen Nachfolgern dann zu einem Gott erklärt wurde. Especially by the Mahayanists. Besonders von den Mahayanisten. And some people pointed to the fact that in the East the Buddha is worshipped. Und einige zeigten auf, dass der Buddha im Osten verehrt wird. In the Eastern Buddhist countries, if you go into a Buddhist temple, what do you see? Wenn man im Osten in einen buddhistischen Tempel geht, was sieht man dann? You see big, beautiful Buddha images. Man sieht schöne, große Buddha-Bilder. And you see people making offerings in front of those images. Und man sieht, wie Menschen davor Opfergaben darbringen. Lighting candles. Kerzen anmachen. Offering flowers. Blumen darbringen, lighting incense sticks, Räucherstäbchen anmachen, and then they bow down, und dann verbeugen sie sich. Very often they prostrate themselves on the floor. Vielleicht werfen sie sogar nieder davor. So they are worshipping the Buddha. Also sie verehren den Buddha. And then with our Western Christian background, we tend to think, well, if you're worshipping something, well, it must be God. You must be regarding it as God. Und mit unserer westlichen Konzeption denkt man dann, naja, wenn man jemanden verehrt, dann behandelt man ihn als Gott. But that's not the Buddhist view. Aber das ist nicht die buddhistische Sicht. It's not the Hindu view either. Das ist auch nicht die Hindu-Ansicht. In Buddhism, you are said to worship anything to which you look up. Im Buddhismus wird gesagt, verehre alles das, wozu du aufschaust. In the Buddhist literature, it speaks of, yes, worshipping the Buddha, worshipping the Bodhisattvas. Ja, man spricht in buddhistischen Schriften davon, verehren, den Buddha verehren, die Bodhisattvas verehren. But in Buddhist language you also worship your teachers. Aber auch in der buddhistischen Sprache spricht man davon, den Lehrer zu verehren. You worship your parents. Die Eltern zu ehren, verehren. You worship your elders generally. Und die allgemein diejenigen, die älter sind als du. So in Buddhist tradition there's not that hard and fast distinction between worship and respect, which we usually find in the West. Im Buddhismus gibt es also nicht so eine harte Trennung, was Verehrung angeht, wie wir das im Westen oft haben. So sometimes people think that because Buddhists worship the Buddha, they must be regarding him as God. Und deswegen denken manche, weil sie den Buddha verehren, die Buddhisten, müssen sie ihn als Gott sehen. But that is not really the case at all. Aber das stimmt so überhaupt nicht. We might say that Buddhism operates with very different categories. Man könnte sagen, der Buddhismus operiert mit völlig anderen Kategorien. For Buddhism, the categories are not God on the one hand and man on the other. Für den Buddhismus gibt es nicht Gott auf der einen Seite und den Mensch auf der anderen. For Buddhism, the categories are unenlightened man on the one hand and enlightened man on the other. Im Buddhismus sind die Kategorien erleuchteter Mensch auf der einen Seite und unerleuchteter Mensch auf der einen Seite und erleuchteter Mensch auf der anderen. And God just doesn't come into the picture, so far as Buddhism is concerned, at all. Und was den Buddhismus angeht, kommt Gott bei dieser ganzen Aufzählung überhaupt nicht vor. Buddhism is what we call a non-theistic religion. Der Buddhismus wird eine nicht-theistische Religion. Some people, of course, are a bit puzzled by this. Manche Leute finden das ein bisschen merkwürdig. In the West, we've become accustomed to identifying religion with theism. Im Westen sind wir es gewohnt, die Religion mit Theismus gleichzusetzen. We've become accustomed to identifying religion with belief in a personal creator God who created the universe. Wir assoziieren Religion mit dem Glauben an Gott, an persönlichen Schöpfergott. But in Buddhism there's no such concept. Aber im Buddhismus gibt es das Konzept nicht. And even today in some Buddhist countries, Buddhists have great difficulty in understanding this concept of God. Und heute noch finden einige asiatische Buddhisten es sehr schwer, dieses Konzept von Gott zu verstehen. I was told by some of my Thai Buddhist friends
that when Christian missionaries first arrived in Thailand, they had a very difficult time. Mir wurde von einigen Thai-Buddhisten Freunden gesagt, dass als die ersten Missionare nach Thailand kamen, die Christlichen hatten es ziemlich schwer. They wanted to translate the Bible into the Thai language. Okay? Sie versuchten die Bibel ins Thai zu übersetzen. But they were very surprised. In fact, they were shocked to find in the Thai language there was no word for God. Aber sie waren schockiert und erstaunt herauszufinden, dass in der Thai-Sprache kein Wort gibt. So they had to make a new word. Also sie mussten sich ein neues Wort ausdenken. In the Thai language. Sie mussten in Thai. So my Thai Buddhist friends told me that the word that the missionaries created was the Buddha who created the universe. was sie dann erfanden, das Wort, das würde man übersetzen als der Buddha, der das Universum erschaf. So to Thai Buddhists, this was just nonsense. Für die Thai Buddhisten war das ziemlicher Unfug. Because the idea of the Buddha and the idea of creating the universe were really quite antithetical. Denn für sie war die Idee eines Buddhas und die eines Schöpfergottes, die Welt erscheint, völlig unterschiedliche Dinge. So even today there are some people who regard themselves as Buddhists who try to fit the Buddha into one of these two categories. Huh? He must be man or he must be God. Auch heute noch versuchen einige Leute, das in diese beiden, in eine der beiden Kategorien zu zwängen. Er muss ein Gott sein, oder ein Mensch. But as I said, Buddhism operates with different categories. Aber wie schon sagt, der Buddhismus operiert mit anderen Kategorien. The enlightened man and unenlightened man. Der erleuchtete Mensch, der und der unerleuchtete Mensch. The enlightened man is the man, the human being, who is free from greed, hatred and delusion. Der erleuchtete Mensch ist der frei von Gier, Hass und Verblendung ist. Yeah, the man who is full of wisdom and compassion. Der Mensch, der voll Weisheit und Mitgefühl ist. And who lives not for his own sake, but for the sake of all human beings. Der nicht nur für sich selber lebt, sondern zum Wohle aller Wesen. And who shows them how they too can become enlightened or Buddha. Und der ihnen auch zeigt, wie man Erleuchtung erlangen kann oder Buddha schafft. So we could regard the Buddha as representing a sort of higher evolutionary development. Yeah? Man könnte sagen, oder könnte den Buddha als eine höhere Evolutionsentwicklung nennen. We could regard the Buddha as being the forerunner, so to speak, of a new, higher species of human being. Man könnte sagen, dass der Buddha eine Art Vorreiter war für eine höhere menschliche Gattung. But there is at the same time a very big difference. Yeah? Aber es gibt auch da einen großen Unterschied. Biological evolution, what I sometimes call the lower evolution, is a collective thing. Okay? Biologische Evolution oder die kollektive Evolution ist eben kollektiv. But the Buddha's attainment of enlightenment is an individual achievement. Aber das Erringen oder das Erlangen von Erleuchtung ist ein individueller. It's the result of his own individual human effort. Okay? Es ist das Resultat seiner eigenen individuellen Bemühungen. So we could say that the Buddha represents a third, a distinct category, neither man nor God. Man könnte vielleicht sagen, dass der Buddha eine dritte Kategorie bildet, also weder Mensch noch Gott. But enlightened human being. Yeah? Sondern erleuchtetes menschliches Wesen. And this is something that some people, even now, though Buddhism is comparatively well known in the West now, find quite difficult to understand. Yeah? Und das ist, obwohl heute der Buddhismus viel bekannter geworden ist, noch immer für viele Leute schwer zu verstehen. Yeah. But let me get back to the point that the Buddha's attainment of enlightenment is an individual achievement. Ich gehe nochmal zurück zu dem Punkt, dass das Erringen von Erleuchtung ein individueller Akt ist. It's not a collective sort of thing. Es ist keine kollektive Sache. Nowadays, quite a lot of people believe that we are living at the dawn of a new age. Viele Leute glauben heute, dass wir am Rande sind eines neuen Zeitalters. They believe that we're living at the beginning of an age when we'll all be lifted up to a higher level of enjoyment, happiness, and so on. Sie glauben, dass wir an einem Zustand sind, kurz davor, kollektiv in einem höheren Zustand zu gelangen, wo wir einfach mehr Freude und Glück erleben. Some believe that we'll be lifted up to this higher collective level almost without any effort of our own. Einige glauben, dass man zu diesem höheren kollektiven Ebene sozusagen hochgehoben wird, ohne dafür groß noch was tun zu müssen. And this new age is usually called the Age of Aquarius. Yeah. Und dieser New Age-Gedanke ist normalerweise das Zeitalter des Wassermanns genannt. But in Buddhism, there's no room for such a belief. Aber im Buddhismus gibt es für diese Arten von Ansicht keinen Raum. There's no room for belief in an age of this sort. Yeah? Ein Zeitalter dieser Art kann es im Buddhismus nicht geben. In Buddhism, there's no place for
This kind of collective development. Yeah? Diese Art von kollektiver Entwicklung ist im Buddhismus nicht möglich. In Buddhism, spiritual development is very much an individual affair. Im Buddhismus ist das geistige Entwickeln eine individuelle Sache. Even though, of course, individuals can help one another in their spiritual development. Obwohl natürlich Individuen einander helfen können, was die geistige Entwicklung angeht. And for most people, of course, such help is absolutely necessary. Und für die meisten von uns ist diese Hilfe unbedingt notwendig. And that's why we have Sangha. Und darum haben wir Sangha. Sangha in the highest sense is one of the three jewels. Sangha im höchsten Sinne ist als eins der drei Juwelen. The other, of course, being the Buddha and the Dharma. Die anderen sind natürlich der Buddha und der Dharma. And it is to the Buddha, Dharma and Sangha that we commit ourselves as Buddhists. Und zum Buddha und Dharma, Buddha, Dharma und Sangha nehmen wir Zuflucht, verpflichten uns, wenn wir praktizieren. We go for refuge to them. Wir nehmen Zuflucht zu ihnen. And Sangha, therefore, is very important. Deswegen ist Sangha sehr wichtig. Spiritual community is very important. Geistige Gemeinschaft ist sehr wichtig. We can't get very far by our own efforts. Wir kommen nicht sehr weit, wenn wir nur auf uns selbst zurückkommen. We need the help of other people. Wir brauchen die Hilfe anderer. We need the inspiration that comes from other people. Wir brauchen die Inspiration von anderen. But nonetheless, we ourselves have to make the effort in the last resort. Nichtsdestotrotz müssen wir letztlich die Bemühungen zeigen. The Buddha says in the Dhammapada that the Buddhas only point the way. Der Buddha sagt im Dhammapada, die Buddhas zeigen nur den Weg. You yourself must make the effort. Jeder von uns muss selber die Bemühungen zeigen. But then, of course, the question arises. Aber natürlich ergibt sich da eine Frage. The question is, well, why don't we make that effort? Warum machen wir diese Bemühungen nicht? Even if we're Buddhists, or think of ourselves as Buddhists, why don't we make that effort in a harder way than we actually do? Sogar wenn wir Buddhisten sind, warum bemühen wir uns nicht mehr? Well, I'm afraid the truth is that we don't make the effort usually because we don't really want to. Leider ist die Wahrheit die, dass wir normalerweise nicht mehr bemühen, weil wir nicht wollen. There's an English saying, you can lead a horse to the water, but you can't make him drink. Es gibt einen englischen Spruch, man da sagt, man kann das Pferd zu Tränke führen, aber man kann es nicht dazu zwingen zu trinken. So that's a very ordinary saying, but it contains a deep truth. Das ist ein sehr einfacher Spruch, aber der hat eine sehr tiefe Wahrheit. Usually we're really quite satisfied with things the way they are. Normalerweise sind wir eigentlich ganz glücklich damit, so wie die Dinge sind. Usually we're pretty satisfied with ourselves as we are. Normalerweise sind wir ganz zufrieden mit uns, so wie wir sind. We think, well, yes, we're not perfect. Of course, we know that. Ja, wir sagen, ja, wir sind nicht perfekt. Das wissen wir ja. But we're not so bad. Aber wir sind nicht so schlecht. Not so bad as some people, anyway. Ja, auf jeden Fall nicht so schlecht wie manche. So we're reasonably satisfied. Wir sind recht zufrieden mit uns. We know we haven't committed any major crimes. Eh? Wir haben keine schweren Verbrechen begangen. We haven't got too many faults. Eh? Wir haben nicht zu viele Fehler. So we're pretty satisfied. Wir sind ganz zufrieden, so wie wir jetzt sind. But even if we do get a bit dissatisfied with ourselves as we are and try to make an effort, it isn't really easy. Aber dass, wenn wir ein bisschen unzufrieden mit uns werden und versuchen mehr zu bemühen, ist das nicht so einfach. We're faced by all sorts of difficulties, all sorts of obstacles. Viele Schwierigkeiten und Hindernisse zeigen sich auch. Some of these obstacles, of course, are external. Einige der Hindernisse sind natürlich rein äußerlicher Natur. If you are trying to change, if you're trying to become a better person, if you're trying to become more ethical or to lead a spiritual life, the world doesn't help you very much. Wenn man versucht, ethischer zu werden, ein spirituelles Leben zu leben, wird einem die Welt nicht sehr entgegenkommen. The world doesn't usually cooperate. Die Welt kooperiert normalerweise dann nicht. In fact, the world, for the most part, may think you're a decidedly odd sort of person. Zum Großteil wird die Welt einfach denken, du bist ein ziemlich merkwürdiger Mensch. Maybe not so much as used to be the case. Vielleicht ist das nicht mehr ganz so schlimm heutzutage. I can remember when I came back to the West, a long time ago, in 1964, most people in Britain had hardly heard about meditation. Als ich zurückkam in den Westen, das war vor vielen Jahren, 1964, hatten die meisten noch nicht mal von Meditation gehört. But since that time, most people have at least heard of meditation. Aber seitdem haben die meisten zumindest mal von Meditation gehört. They've seen advertisements for meditation in the underground. Sie haben Werbung gesehen, zum Beispiel in der der BVG. And they know people who have attended meditation classes, or they know people who know people who have attended meditation classes. Und sie kennen Leute, die Meditation geübt haben. So things are a little easier now than they used to be. Also es ist auf jeden Fall ein bisschen leichter wie damals. If you tell people nowadays, ordinary people, that well,
you're meditating or you go to a meditation class, nowadays probably they won't think that you're crazy. Yeah? Wenn man heutzutage so jemand sagt, ich gehe meditieren oder ich gehe zu einer Meditationsveranstaltung, werden wohl die meisten nicht mehr denken, dass du verrückt bist. That's how it is in England, and I guess it's pretty much the same in Germany. Das ist zumindest so in England, und ich denke mal, London, yeah. Als ich ein Junge war, da gab es im ganzen London nur ein Vegetarier-Restaurant, das berühmt war. More than hundreds. Jetzt gibt's hunderte. Don't know how many vegetarian restaurants there are in Berlin. Ich weiß nicht, wie viele vegetarische Restaurants hier in Berlin. Perhaps there are more, probably there are more than there were a few years ago. Aber es gibt bestimmt mehr als vor ein paar Jahren. So in some ways things have become a little easier. Aber die Dinge werden auf diese Weise ein bisschen leichter. A little easier for someone who is trying to lead a spiritual life or a Buddhist life. Yeah? Also einfacher für jemanden, der ein spirituelles Leben leben will, ein buddhistisches Leben. But nonetheless, there is still amongst ordinary people a deep-seated resistance to anything of a spiritual nature. Aber für normale Menschen ist immer noch ein tiefer Widerstand davor, ein geistiges Leben zu leben. So if we try really hard, you know, to lead a different, a better kind of life, the world won't necessarily give us an easy time. Wenn wir also wirklich probieren, ein besseres Leben zu führen, wird uns die Welt nicht immer entgegenkommen. But though the external obstacles are quite serious, it's the internal obstacles which are the most serious and dangerous of all. Obwohl die äußeren Hindernisse schon sehr gravierend sind, sind es eigentlich die inneren Hindernisse, die am gravierendsten sind. And in traditional Buddhism, the biggest obstacle to leading a spiritual life, the biggest obstacle to our search for enlightenment is simply craving. Laut dem Buddhismus ist das größte Hindernis, auf den geistigen Pfad zu leben und Erleuchtung zu erlangen, ganz schlicht und einfach Begierde. The word for craving in Sanskrit is Trishna. Das Sanskrit-Wort für Begehren ist Trishna. And it's a very strong word. Das ist ein ziemlich starkes Wort. It literally means thirst. Das heißt wörtlich Durst. Suppose you're very, very thirsty. Stell dir vor, du bist sehr, sehr durstig. Maybe in the midst of a desert. Vielleicht bist du in der Wüste. You desperately want water. Du bist ganz verzweifelt, sehnsüchtig nach Wasser. That's real thirst. Das ist wirklicher Durst. So it's this sort of thirst, this sort of craving that motivates us much of the time. Und diese Art von Begehren, diese Art von Durst motiviert uns zum Großteil der Zeit. Buddhism recognizes various forms of this thirst or craving. Der Buddhismus kennt mehrere Formen dieser Art von Durst oder Begehren. There is the craving for experience, enjoyment through the senses and the lower mind. Yeah? Es gibt das Begehren durch die Sinne und durch den niedrigeren Geist Dinge zu erleben. The craving for just to go on existing in this world or another world rather like this one. Oder es gibt das Begehren in dieser Welt zu bleiben oder zumindest in einer ähnlichen Welt zu existieren. And sooner or later our craving gives rise to suffering. Okay? Und früher oder später gibt uns diese Begehren bringt uns das Leiden. Because inevitably in one way or another it gets frustrated. Denn unweigerlich wird es früher oder später frustriert. We certainly don't always get what we want. Denn wir kriegen auf keinen Fall immer das, was wir wollen. Buddhism speaks traditionally of three main kinds of suffering. Okay? Der Buddhismus spricht normalerweise von drei Formen von Leid. First is simply called the suffering which is suffering. Yeah? Das erste ist einfach das Leid, das Leiden ist. This is someone sticks a pin in you, you suffer. Yeah? Jemand legt seine Nadel in dich, du leidest. That's simple. Yeah? Das ist ganz einfach. Or someone speaks a very harsh word, mentally you suffer. Jemand sagt sehr grobe Worte zu dir und du leidest. This is plain, straightforward suffering. Das ist ganz schlicht und einfach, ganz direkt da. But then there's what is called the suffering of change. Aber dann gibt es das Leid der Verwandlung. You experience something which is very pleasant. Du erlebst etwas Schönes. You like it very much. Du magst es sehr. And you become attached to it. Man fängt an, daran anzuhaften. But then that thing changes. Aber das Ding ändert sich dann. It no longer gives you the satisfaction that it used to. Es gibt ja nicht mehr die gleiche Art von Befriedigung wie früher. And this is a source of suffering. Und das ist auch eine Quelle von Leid. And then the third kind of suffering is described usually as the suffering which is conditioned existence itself. Und die dritte Art von Leid wird normalerweise als das Leid der bedingten Existenz selber übersetzt. And philosophically, this is the most important of those three kinds of suffering. Und philosophisch gesehen ist das die wichtigste Art der Form von Leid. And it is based on the fact, it reflects the fact that nothing that is conditioned, nothing that is worldly, nothing that is impermanent can give us full and lasting satisfaction. Es reflektiert die Tatsache, dass nichts, was bedingt ist und weltlich, uns letztlich völlige Befriedigung gibt. The human heart needs something more. Das menschliche Herz sehnt sich nach mehr. You may have everything, yeah?
Du magst alles haben. From a worldly point of view. Aus weltlicher Sicht gesehen. But you're not satisfied. Aber du bist noch nicht zufrieden. There's something missing. Es fehlt noch was. And in the course of my life as a Buddhist and in the course of my life as a teacher, I've come across hundreds, even thousands of people in that sort of situation. Und im Zuge meines Lebens als Buddhisten bin ich Hunderten und Tausende von Leuten in dieser Situation begegnet. They may be leading a happy human life. Vielleicht leben sie ein glückliches menschliches Leben. They may have a good wife or a good husband, as the case may be. Sie haben eine gute Ehefrau oder guten Ehemann, wie auch immer. They may have children. Haben vielleicht Kinder. Their domestic life may be happy. Ihr Leben zu Hause ist glücklich. Their professional life may be successful. Und der Beruf läuft gut und erfolgreich. They may be getting regular promotion. Werden regelmäßig befördert. May be getting, you know, increase in salary year by year. Jedes Jahr mehr Gehalt. Maybe looking forward to retirement in 20, 30 years time. Freuen sich vielleicht auf die Rente in 20, 30 Jahren. Maybe going on holiday to Spain or Greece. Gehen Urlaub nach Spanien oder Griechenland. They get a new car every 2 years. Alle 2 Jahre ein neues Auto. Color TV, yeah. Farbfernsehen. This goes maybe Friday night. Yeah. Freitagsabends die Disco. But they feel that something's lacking. Aber sie fühlen, irgendwas fehlt. They feel that something is missing. Irgendetwas fehlt ihnen. So, of course, this is how the Buddha himself felt, according to the Arya Parisena Sutta. Und genau so fühlte sich auch der Buddha, was das Arya Parisena Sutta sagt. This is what the Buddha felt when he was living in his father's house. So fühlte sich der Buddha, als er im Haus seines Vaters wohnte. He had everything. Er hatte alles. For according to the later legendary accounts, well, he had untold luxury and enjoyment. I won't go into the details. Yeah. Was die späteren legendären Berichte angeht, hatte er unermesslichen Reichtum. Ich will das gar nicht alles ausführen. He might start envying the Buddha in those days. Er beneidet sonst nachher noch den Buddha. He had everything. Er hatte alles. But in a sense, he had nothing. Aber im Grunde hatte er nichts. And that's why he went forth from home. Und deswegen ist er auch aus dem Heim weggezogen. So many of us are in the same sort of position. Deswegen ist der, viele von uns sind in der gleichen Position. We may not actually go forth from home. Wir mögen nicht von zu Hause weggehen. That might be difficult. Das ist vielleicht zu viel. If we were young, we might go and wander for a few months. Obwohl wir vielleicht, wenn wir jung sind, für ein paar Monate auf Fürsch gehen. But even though we don't actually literally leave home, we start looking for something. Obwohl wir vielleicht nicht wörtlich das Zuhause verlassen, schauen wir uns doch um. Maybe we just start reading books. Vielleicht lesen wir einfach Bücher. Books about spiritual teachings. Bücher über geistige Lehren. Or we go to lectures. Oder wir hören uns einen Vortrag an. But sooner or later, in one way or another, we come across something that touches us. Aber früher oder später begegnen wir etwas, das uns berührt. We come across something that moves us very deeply. Etwas, das uns sehr stark bewegt. Something to which we feel a sort of response. Etwas, wo wir eine Art von innerer Antwort spüren. It may be a specific teaching. Vielleicht ist es eine besondere Lehre. Or it may be an account of somebody's life. Oder vielleicht hören wir vom Leben einer Person. Or it may be something else. Oder irgendwas anderes. I remember in this connection years and years ago in England, we had one of our big open retreats. Ich erinnere mich da in diesem Zusammenhang, vor vielen Jahren hatten wir einen großen offenen Retreat. This used to be one of the biggest events in our FWBO year. Das war eines der wichtigsten Ereignisse oder größten Ereignisse im FWBO-Jahr. About 80 or 100 people, they went away into the country. 80 oder 100 Leute gingen zusammen aufs Land. On retreat for a week or 2 weeks. Auf Retreat für 1-2 Wochen. And these retreats used to be very popular with new people. Yeah. Und diese Retreats waren bei neuen Leuten sehr beliebt. People who had no previous experience of Buddhism or of the FWBO. Menschen, die vorher keine Erfahrung hatten mit Buddhismus oder dem FWBO. And after some of these retreats, there was something that some of the new people came and told me, which I found very interesting. Yeah. Und nach einigen dieser Retreats kamen einige neue Leute zu mir und sagten mir etwas über diese Retreats, das ich sehr interessant fand. They said we very much liked the meditation. Also wir fanden die Meditation sehr gut, sagten sie. And we very much enjoyed the lectures. Und wir haben die Vorträge sehr genossen. And the food was good too. Und das Essen war gut. And yes, we enjoyed the whole thing. Und wir haben uns hier sehr, sehr wohl gefühlt. But there was one thing that impressed us most of all. Aber es gab eine Sache, die uns am meisten beeindruckt hat. So naturally, I was interested to hear what that was. Natürlich war ich ein bisschen interessiert daran zu hören, was denn das so war. So they, several of them said the thing that impressed us most was to see the way in which the order members who were running the retreat
worked harmoniously together. Sie sagten, das, was sie am meisten beeindruckt hat, war die Art und Weise, wie die Ordensmitglieder, die dieses Retreat leiteten, zusammenarbeiteten. They said, we've never seen people working together in that way before. So haben wir noch nie Leute gesehen, die zusammenarbeiten. In other words, they saw the Sangha really in operation. Mit anderen Worten, sie sahen, wie der Sangha wirklich lebte. And so they were drawn by that idea of Sangha. Und das hat sie sehr angezogen, diese Idee von Sangha. Not so much the doctrinal teaching. Nicht so sehr die die Lehren. Not so much the meditation. Nicht so sehr das Meditieren. But just the sight of people able to work together in that way, harmoniously. Aber die Ansicht von Menschen, die zusammenarbeiten können, in Harmonie. So that was what some people were looking for. Das war aber offenbar, was einige nach, wonach sie suchten. The Sangha. Den Sangha. So they became involved with the FWBO and with the Buddhist tradition. Also sie haben sich dann dem Sangha und der buddhistischen Tradition so involviert. So when we experience this sort of response, whether it's to a teaching or someone's life story or a group of people, something arises within us. Und was auch immer, worauf es ist, worauf wir ansprechen, sei es jetzt eine Lehre oder ein Lebenslauf oder die Menschen, die zusammenarbeiten, etwas passiert in uns. A very distinctive kind of emotion. Eine sehr besondere Art von Emotion. A very positive sort of emotion. Eine sehr positive Art von Emotion. In Sanskrit, this emotion is called Shraddha. Im Sanskrit heißt diese Emotion Shraddha. It's usually translated in English as faith or belief. Im Englischen wird das normalerweise als Glauben übersetzt. So that's not a very good translation at all. Aber das ist überhaupt keine gute Übersetzung. It's certainly not belief. Es ist auf keinen Fall Glaube. It's certainly not believing something to be true which can't be proved. Es ist auf keinen Fall das Glauben an etwas, das man nicht beweisen kann. But Shraddha is the feeling, the emotion you experience when you come into contact with something that you recognize as spiritually higher and to which your heart, in fact your whole being, goes out. Shraddha ist die Emotion, die sich entwickelt, wenn man etwas Höheres trifft und das Herz, das da geht darauf zu. Etymologically, the word Shraddha really means placing the heart on. Etymologisch gesehen bedeutet Shraddha eigentlich das Herz auf etwas legen. So as Buddhists, we place the heart on the Buddha, the Dharma, and the Sangha. Als Buddhisten also legen wir unser Herz auf oder zum Buddha, Dharma und Sangha. We have this tremendous emotional response to them. Wir haben eine sehr starke emotionale innere Antwort darauf. And it's that which motivates us in our spiritual life as Buddhists. Und das ist das, was uns auch motiviert in unserem geistigen Leben als Buddhisten. In Buddhist teaching, this phrase, independence upon suffering arises Shraddha. Im Buddhismus gibt es den Satz, in Abhängigkeit von Leiden ergibt sich Shraddha. Before we were dissatisfied. Vorher waren wir unzufrieden. In a sense we were suffering. Wir leiden, wir haben gelitten. We were suffering perhaps from what has been described as a sort of existential anguish. Vielleicht leideten wir sogar unter existenzieller Bedrückung. So we start looking, as I mentioned. Und wir suchen, so wie ich das beschrieben habe. And we find something. Und wir finden etwas. Something to which we respond. Etwas, worauf wir innerlich antworten. Und das Shraddha kommt hoch. So in the case of Buddhists, that Shraddha arises when they come into contact with the Buddha, the Dharma and the Sangha. Also im Falle eines Buddhisten steigt Shraddha auf, wenn man den Buddha, Dharma und Sangha trifft. Some people of course come into contact, so to speak, first of all with the Buddha. Einige Leute treffen zuerst den Buddha. I know people whose lives have been completely changed just after seeing an image of the Buddha. Ich kenne einige Menschen, deren Leben völlig verändert war, dadurch, dass sie ein Bildnis des Buddha sahen. The Buddha looks so peaceful. Der Buddha sieht so friedlich aus. So compassionate. So mitfühlend. So through the image, people can sort of intuit the existence of some higher experience. Und durch dieses Bild können Leute eine höhere Form von geistigem Erleben sozusagen in der Intuition spüren. An experience which they themselves would like to achieve. Eine Art von Erfahrung, die sie selber erleben möchten. Other people, of course, are more attracted by what responds more strongly to the Dharma teachings. Andere wiederum sprechen mehr auf die Dharma-Lehren an. They're drawn perhaps by the more philosophical teachings. Vielleicht ziehen sie die philosophischeren Lehren an.
But I think this was probably the case with myself. Das war wahrscheinlich für mich der Fall. I came across the Perfection of Wisdom Sutras when I was very, very young. Ich habe die Vollkommenheit der Weisheitssutras kennengelernt, als ich noch sehr jung war. When I was about 16. Als ich etwa 16 war. And I felt a very strong attraction to them. Yeah. Und ich habe eine sehr starke Neigung dorthin gespürt. So much so that after reading them I thought, well, this is what I believe, this is what I accept, I'm a Buddhist. Yeah? Und das war so stark, dass ich, nachdem ich das gelesen hatte, dachte, das ist, was ich glaube, das ist, was ich akzeptiere, ich bin Buddhist. Even though I was not in contact with any other Buddhist. Obwohl ich in gar keinen Kontakt sonst war mit anderen Buddhisten. And I was not in contact with any other Buddhist for another 2 years. Und es hat noch 2 Jahre gedauert, bis ich Kontakt bekam mit anderen Buddhisten. So for 2 years I was a Buddhist on my own, completely. Für 2 Jahre also war ich ein einzelner Buddhist, ganz allein. But again, of course, as I mentioned a little earlier, some people are attracted by the idea of Sangha. Wie ich schon sagte, andere Leute wiederum zieht die Idee von Sangha. It really inspires them to see people, you know, working together happily for the sake of a spiritual ideal. Es inspiriert sie sehr, es macht sie glücklich zu sehen, wie andere zum Wohl eines höheren spirituellen Ideals harmonisch zusammenarbeiten. Just a few days ago here in Berlin, of course, as you know, many of you, we had the Congress of the German Buddhist Union. Yeah. Vor erst einigen Tagen, wie die meisten von euch wissen, hatten wir hier den buddhistischen Kongress. And this, of course, was an experience of Sangha for many of the people present. Und für viele von den Leuten, die da waren, war das natürlich eine Erfahrung von Sangha. They were able to meet with friends from so many different Buddhist groups, so many different Buddhist traditions. Man konnte sich mit anderen Freunden treffen aus so vielen verschiedenen buddhistischen Richtungen und Gruppen. All of them united in their going for refuge with the Buddha, Dharma and Sangha. Die alle waren verbunden durch ihre Zufluchtnahme zum Buddha, Dharma und Sangha. And all of them collaborating to make that Congress a great success. Und sie arbeiteten alle zusammen, um diesen Kongress einen großen Erfolg zu führen. So when we come into contact in this way with something higher, something in response to which we experience this Shraddha, this placing of the heart, we experience a very deep sense of contentment. Wenn wir also diese Emotionen erleben, das Herz auf etwas legen von Shraddha, dann erleben wir sehr große Zufriedenheit. And because we feel more happy, we behave better. Und weil wir uns glücklicher fühlen, benehmen wir uns besser. We behave more ethically. Wir verhalten uns ethischer. Because we are behaving more ethically, leading more ethical life, we become more calm, more concentrated, more mindful. Und weil wir uns ethischer verhalten, werden wir ruhiger, ethischer, achtsamer. We become more integrated. Wir werden integrierter. And this is especially the case if we take up the actual practice of meditation. Das ist besonders stark der Fall, wenn wir die Übung von Meditation anfangen. We also become more compassionate. Dann werden wir auch mehr mitfühlend. We become more patient. Geduldiger. We become more tolerant. Toleranter. So in this way there begins to take place a process of transformation. Auf diese Art und Weise also beginnt ein Prozess der Transformation. Our old craving is transformed into Shraddha. Unser altes Begehren wird in Shraddha verwandelt. And Shraddha is transformed into a whole series of positive, more spiritual emotions. Und Shraddha wiederum wird in eine ganze Serie von weiteren höheren positiven Schritten verwandelt. But of course it's not easy to do this. Aber das ist nicht so einfach, das zu tun. And I hope I haven't given an impression that it is easy. Yeah? Ich hoffe nicht, dass ich den Eindruck hinterlassen habe, dass es leicht sei. I'd like rather to skip over the details of the spiritual life and spiritual practice, but I don't wish to give the impression that the process of transformation is easy. Ich musste diese Einzelheiten sehr kurz anreißen, und ich wollte nicht den Eindruck erwecken, dass das Ganze sehr leicht sei. Craving is very powerful. Begehren ist sehr mächtig. In one way or another, craving dominates our lives. Auf welche Arten auch immer kann man sagen, Begehren dominiert unser Leben. And it therefore puts up a tremendous fight. Und deswegen kämpft es auch. Because it doesn't want to be transformed. Denn es will nicht transformiert werden. Because I don't want. Ich will nicht. So spiritual life can be, at least for quite a while, a bit of a struggle. Das geistige Leben kann also zumindest eine ganze Zeit lang ein ziemlicher Kampf sein. But because it's a struggle, it's also a heroic life. Aber weil es ein Kampf ist, ist es auch ein heldenhaftes Leben. And one could even say that a real Buddhist has to be a hero. Man könnte sogar sagen, ein echter Buddhist muss ein Held sein. So there will be no doubt ups and downs in our spiritual life. Also ohne Zweifel wird es viel auf und ab geben in unserem geistigen Craving Leben. Will sometimes win. Das Begehren wird manchmal gewinnen.
Sometimes he will win. Yeah? Manchmal gewinnst du. That is, Shraddha will win. Das heißt, Shraddha gewinnt. But sometimes the struggle may be so difficult, there may be so many ups and so many downs, we may feel like giving it up altogether. Okay? Manchmal kann dieses, das Kämpfen so schwierig sein, so viele Auf und Ab, dann fühlen wir vielleicht, wir müssen es ganz aufgeben. And people can get to this sort of state if they feel that they've been struggling and struggling for so many years, but they seem to be just the same as before. Das kann am besonders dann passieren, wenn man für viele Jahre diese Aufs und Abs hat, diese Auf und Nieder, und man scheint sich nicht sehr viel zu ändern in all den Jahren. Naturally, people like to see, you know, results. Natürlich wollen Leute auch Ergebnisse sehen. But if you find that still after practicing meditation, say for 15 or 20 years, you still forget things, you still leave things on the train, still leave things on the bus, you think, well, you know, I'm not really making much progress. Wenn ich nach 15, 20 Jahren meditieren immer noch Sachen vergesse, im Bus liegen lasse oder im Zug, dann denke ich, ja, ich habe nicht viel Fortschritt gemacht. So in this connection, just to encourage people, I tell a little story that I heard from a teacher in India. In diesem Zusammenhang möchte ich eine Geschichte erzählen, um so ein bisschen Ermutigung auszusprechen. And what this teacher told me was this. Yeah. Was der Lehrer also zu mir sagte da, von dem ich die Geschichte hörte, war wie folgt. He said, suppose you've got a big rock. Stell dir vor, du hast einen großen Fels. So suppose you want to split this rock in two. Und stell dir vor, du willst diesen Fels spalten in zwei Teile. So what do you do? Was tust du? Well, you take a hammer. Nimmst einen Hammer. What we call in English a sledgehammer. Yeah? Einen großen Hammer. A really big, powerful, heavy hammer. Einen großen, mächtigen Hammer. And you give a tremendous blow on that rock. Und du gibst ihm einen mächtigen Schlag. Nothing happened. Nichts passiert. Well, why don't you try again? A second blow. Okay, probier es nochmal. Zweiter Schlag. Again, nothing happens. Nichts passiert. The rock isn't even scratched. Yeah. Der Fels ist nicht mal angekratzt. It's so hard. Er ist so hart. But you go on. Du machst weiter. You give 19 blows. Du schlägst drauf 19 Mal. But the rock doesn't seem even dented. Yeah. Aber der Fels scheint nicht mal irgendwie keine Spuren zu sein. So you give one last 20th blow. Also du gibst ihm den letzten 20. Schlag. The rock splits. Der Fels fällt in zwei Teile. So the teacher said, were the previous 19 blows useless? Sagte der Lehrer, waren die vergangenen 19 Schläge nutzlos? Those previous 19 blows were weakening the rock along that line of fracture. Die vergangenen 19 Schläge haben den Felsen geschwächt in diesem Bruch. And that final blow just gave the finishing touch. Yeah. Und der 20. und letzte Schlag war dann nur sozusagen der Abschluss. So he says, spiritual life is like that. Und so ist das geistige Leben, sagt er. For a long time it may seem you're not making any progress. There isn't any difference. Yeah? Für eine lange Zeit mag es so aus, dass man keinen Fortschritt macht. Das ist But kein actually, Unterschied. Deep down, the change is taking place. Aber in Wirklichkeit kann man sagen, tief unten gibt es eine Veränderung. So you mustn't lose hope. Also verliert nicht die Hoffnung. One day you will give us it were that 20th blow, and then something will really happen. It will be very evident. Yeah? An irgendeinem Punkt wirst auch du den 20. Schlag ausführen und dann wird man das sehen. You may not gain enlightenment on the spot. Yeah? Vielleicht gewinnst du nicht Erleuchtung auf der Stelle. But at least there'll be a very big breakthrough. Aber zumindest gibt es einen großen Durchbruch. And from what I've observed, working with people over so many years, this is very much the pattern. Yeah? Und wenn ich mir so anschaue, wie die Menschen sich entwickelt haben über die Jahre, das ist ein Muster. You go on for a few weeks or a few months or even a few years, practicing steadily, nothing much happens. Du übst einfach stetig weiter, einige Wochen, Monate oder sogar Jahre, und nicht viel passiert. One day, for no apparent reason, you have a sort of breakthrough. Und eines Tages, aus unerklärlichen Gründen, hast du auch einmal so einen Durchbruch. You break through to a new level of spiritual experience. Du brichst durch zu einer neuen Ebene von geistiger Erfahrung. So, for a while you carry on steadily on that new level. Und auf dieser Ebene dann macht man eine Zeit lang einfach stetig weiter. And then after what? Another breakthrough. Und nach einer Zeit dann wieder ein Durchbruch. You don't always know when the breakthroughs come. Und man weiß nicht immer, wann dieser Durchbruch kommt. Sometimes it comes very unexpectedly. Manchmal ist es sehr überraschend. It may come when you're on a meditation retreat. Vielleicht passiert es auf einem Meditationsretreat. It may come when you're washing the dishes. Vielleicht aber, wenn du abwäschst. It may come when you're walking along the street. Vielleicht gehst du einfach die Straße runter. But it will come if you keep up that steady practice of precepts and meditation. Even though there doesn't seem for the time being to be very much happening. Yeah? Und das geschieht aber nur, wenn man die stetige Praktik von Ethik und Meditation aufrechterhält, auch wenn man am Anfang das Gefühl hat, dass nicht viel passiert.
So, as I said, there are many setbacks. Yeah? Aber wie ich schon sagte, es gibt viele Sachen, auf die man zurückfallen kann. We mustn't mind that. Aber das soll uns nicht so viel ausmachen. Once we've set our feet on the spiritual path, the fact that we've done that, that we know we've done that, despite all difficulties, will feel deep down a very definite happiness. Wenn wir aber den geistigen Pfad betreten haben, dann wird uns das eine tiefe Form von Glück geben, auch wenn die Dinge nicht so leicht sind. You'll feel happy deep down because you're doing the best thing that a human being possibly can do with your human life. Du wirst dich deswegen so tief glücklich fühlen, weil du weißt, dass du das Beste tun kannst, was ein menschliches Leben mit seinem Leben anfangen kann. You're actualizing your deepest or highest potential. Du aktualisierst, du realisierst deine höchsten, tiefsten Potenziale. I must at this point say that very often Buddhism is presented in purely negative terms. Ich muss da an dieser Stelle mal sagen, dass da oft der Buddhismus in rein negativer Weise dargestellt wird. This is certainly how it used to be presented 30 or 40 years ago. Das war zumindest so vor 30 oder 40 Jahren. Sometimes the impression was given that Buddhism consisted simply in getting rid of craving. Manchmal wurde das so präsentiert, als ging es einfach nur darum, Begehren loszulassen. Giving things up. Dinge loszulassen, aufzugeben. But this is really very one-sided. Aber das ist sehr einseitig. Buddhism also consists in the development of positive things, positive emotional states. Buddhismus besteht auch darin, positive Dinge zu entwickeln, positive Zustände. Development of Shraddha. Diese Entwicklung von Shraddha. Happiness and joy. Glück und mehr Glück. Contentment, yeah? Zufriedenheit. And these are all very positive qualities. Das sind sehr positive Eigenschaften. But even these positive qualities are not enough. Aber sogar diese positiven Eigenschaften reichen nicht aus. It's not enough for the process of transformation, the transformation of craving to be going on. Das reicht nicht, was die Transformation des Begehrens angeht. Not enough for even to be going on steadily. Sogar das konstante Üben reicht nicht. It has to be made what we call irreversible. Man muss es zu einem Punkt bringen, den wir irreversibel nennen. We have to reach what is called in Buddhism the point of no return. Wir müssen das erreichen, was im Buddhismus den Punkt der Nichtwiederkehr nennen. The point of no return is that point in our spiritual development where we've gathered such a momentum that we cannot fall back. Dieser Punkt ist der Punkt im geistigen Leben, an dem wir nicht mehr zurückfallen können, weil wir so viel Schwung aufgebaut haben. We can only go forward. Wir können nur noch nach vorne gehen. And this is very often called the point of stream entry. Das wird oft der Punkt des Stromeintritts genannt. You enter the stream which will one day carry you to Nirvana, carry you to enlightenment. Das ist der Punkt, wo wir den Strom eintreten, der uns zum Erleuchtung, zu Nirvana führen wird. And when we reach this point, the point of no return, we perform a miracle. Wenn wir diesen Punkt erreichen, den Punkt der Nichtwiederkehr, dann vollbringen wir ein Wunder. This is not the great miracle of the attainment of Buddhahood itself. Das ist nicht das große Wunder der eigentlichen Erlangung des eigentlichen Erlangens der Erleuchtung. But it is a miracle nonetheless. Aber es ist trotzdem ein Wunder. But for this miracle to take place, another very important factor has to come into play. Aber um dieses Wunder zu wirken, muss noch ein weiterer Faktor da sein. Shraddha even is not enough. Shraddha sogar reicht nicht. Happiness and joy are not enough. Glück und Freude reicht nicht. Concentration is not enough. Sogar die Sammlung reicht nicht. We have to develop prajna, we have to develop wisdom. Wir müssen prajna entwickeln, Weisheit. And we have to be able to see things as they really are. Das heißt, wir müssen die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind. This evening I've no time to speak about that. Heute Abend habe ich keine Zeit, darüber zu reden. I spoke about it a couple of evenings ago. Darüber habe ich vor zwei Tagen geredet. And in any case, of course, I've already covered quite a lot of ground. Ich habe auch in jedem Fall schon ziemlich viel abgedeckt. Gone on perhaps a little longer than I had intended. Yeah? Und habe schon ein bisschen länger geredet, als ich eigentlich vorhatte. So we've seen, to begin with, that Buddhism is a non-theistic religion. Also wir haben am Anfang gesehen, dass der Buddhismus eine nicht-theistische Religion ist. We've seen that the Buddha is neither man nor God. Wir haben gesehen, dass der Buddha weder Mensch noch Gott ist. The Buddha is enlightened man. Der Buddha ist erleuchteter Mensch. Which is a wholly distinct category. Und das ist eine völlig andere Kategorie. A category with which we haven't been familiar in the West. Eine Kategorie, die wir im Westen nicht kannten. And the Buddha shows the way. Und der Buddha zeigt den Weg. He shows how others may become enlightened like him.
zeigt, wie andere auch den Erleuchtung erlangen können, so wie er. But he only shows the way. Aber er zeigt nur den Weg. We have to make the effort ourselves. Wir müssen uns selber bemühen. And we certainly won't be carried to enlightenment by some collective Zeitgeist. Und wir werden auf keinen Fall von einem kollektiven Zeitgeist zur Erleuchtung hochgetragen. Zeitgeist is one of those German terms which has entered into the English language. Zeitgeist ist eines der deutschen Worte, das in die englische Sprache eingegangen ist. We have to transform craving, by which we're usually dominated, into Shraddha and all the other positive emotions. Wir müssen Begehren transformieren, von dem wir normalerweise dominiert werden, und zwar in Shraddha und all die anderen positiven Emotionen. And as I hope I've made clear, this certainly isn't easy. Und wie ich hoffentlich klar gemacht habe, ist das nicht we leicht. Experience many setbacks. Wir werden oft zurückgeworfen. But to make that sort of effort, to engage in that sort of struggle, is the most worthwhile thing that we can possibly do with our lives. Aber diesen Kampf einzugehen ist das mit Abstand wichtigste oder wertvollste, was wir in unserem menschlichen Leben machen können. And if we do this, if we engage in that struggle, even to a limited extent, then we will have performed to a degree a true miracle. Und wenn wir uns diesem Kampf stellen, dann werden wir zumindest am gewissen Grad ein wirkliches Wunder bewirkt haben. We will have performed on our own selves the miracle of change. Wir werden an uns selber das Wunder der Verwandlung getätigt haben. We will have made the transition from the path of darkness to the path of light. Wir haben den Übergang geschafft vom Pfad der Dunkelheit zum Pfad des Lichts. Vielen Dank, Sangharakshita. Ich weiß nicht, ob Sangharakshita ein Wunder getätigt hat. Vielleicht war ich zu unsensibel, es zu merken. Aber viel wichtiger, viel wesentlicher, hat er uns so gezeigt, was ein wirkliches Wunder ist. Er hat am Ende davon gesprochen, dass das von dem Wertvollsten, was ein Mensch mit seinem Leben tun kann. Und ich glaube, viel wertvoller als irgendein Wunder mit einem etwas schwierigen Sanskrit-Namen durchzuführen, hat er stattdessen uns gezeigt, wie jeder für sich das allergrößte Wunder durchführen kann. Und wie er am Ende erwähnt hat, hat er eigentlich sehr viel vom Buddhismus in diesem verhältnismäßig kurzen Vortrag eingeschlossen. Für mich persönlich war es auch sehr schön, die vielen Hinweise auf die buddhistischen Schriften, die mich persönlich faszinieren und immer wertvoll anzuschauen sind. Wie bestimmt einigen aufgefallen ist, hat er auch von spiritueller Gemeinschaft gesprochen, von Sangha gesprochen und das Beispiel gegeben von einer Meditationszeit, von einem Retreat, wo das tatkräftige Beispiel von Sangha Menschen sehr beeindruckt hat. Und Sangha ist unter anderem, was die Freunde des westlichen buddhistischen Ordens ist. Und das ist etwas, was, wie ich am Anfang erwähnt habe, Sangharakshita gegründet hat, 1967, hatte die FWBO gegründet als eine spirituelle Gemeinschaft. Ich erwähne das, weil dieser Vortrag von den FWBO getragen wird. Sie ist eine etwas andere Art buddhistische Bewegung und deshalb sage ich ein paar Sätze dazu. Sie ist eine Art, mangels eines besseren Wortes, eine ökumenische buddhistische Bewegung. Das bedeutet nicht, dass man versucht, gleichzeitig Christ zu sein, sondern eher, dass man die fundamentalen, grundsätzlichen Kernelemente der buddhistischen Tradition annimmt, egal in welche Schule, in welche Sekte, in welche Teiltradition sie zu finden sind. Man akzeptiert alle Schulen, ob Theravada, Mahayana, tibetische oder japanische Schulen. Man lehnt keine Schulen ab. Also die FWBO ruht dann auf der allgemeinen buddhistischen Tradition. Und man sieht das durch die Praktiken. Sangharakshita hat Meditation erwähnt. Und die Meditationspraktiken, die wir benutzen, stammen aus der Theravada-Tradition. Er hat kurz rechten Lebenserwerb erwähnt. Und das ist ein Aspekt, was in der Praxis vielleicht viel mehr aus Zen kommt. Und er hat auch Ritual erwähnt, was viel mehr aus dem Mahayana kommt. Und das habe ich etwas mehr erwähnt, weil für diejenigen, die Interesse haben, jeden Donnerstagabend, nur 10 Fußminuten hiervon entfernt, machen wir einen Schnupperabend, jeden Donnerstagabend, 19 Uhr.
Es fängt mit Meditation an und dann folgt ein Vortrag zu einem Thema. In der Hessischen Straße 12. Und die Programme dafür und sonstige Veranstaltungen liegen im Eingang. Aber hier im Raum gibt es noch etwas sozusagen von Sangharakshita. Also ich kann mir vorstellen, dass einige Leute viel zu verdauen haben, aber dass andere Leute vielleicht noch mehr von ihm hören wollen. Man kann mindestens etwas von ihm lesen. Auf dem Büchertisch sind Bücher von Sangharakshita dort. Und wenn Sie Interesse haben, die stehen dort zur Verfügung. Aber jetzt möchte ich nur noch einmal meinen Dank aussprechen an den Redner Sangharakshita.